Ich habe etwas in mir, das treibt mich dazu, alles andere zu hassen, was nicht aus Berlin kommt. Und das ist der Berliner. Berlin wird immer gefeiert auf jeden Fall und die denken alle, oh Mann, wie krass sind wir. Klar, das zieht sich auch in den 90ern hin, wenn wir auf Jams gefahren sind. Wir haben immer zusammengehalten, egal ob die Crews untereinander gechillt haben in Berlin oder sowas. In Berlin waren alle wieder ganz normal in ihren eigenen Bezirk. So was wie mit Sido und Assa wäre früher nie passiert. Nee, das wäre nie passiert, weil die Leute... Als Writer-Crew, ohne irgendwelche Banger dabei zu haben, da war schon so ein krasser Zusammenhalt. Genau. Hätte man selbst gesagt, Sido ist nicht gerade einer von uns, aber nur weil es ein Berliner wäre, das wäre ein Massaker, glaube ich. Natürlich, wir hätten zusammengehalten auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Weil Berlin hält einfach, wenn wir unterwegs sind, einfach zusammen. Das ist einfach Pflicht. Das war schon damals Pflicht. Das ist halt der Berlin-Kodex. Du kriegst auch in Berlin nichts geschenkt, weißt du? Wenn du in Berlin jemand sein willst, dann musst du es dir holen. Jeder arbeitet für sich, wie wir alle, Mann. Hier in Berlin passiert viel. Da draußen passiert viel so. Aber zusammenstande kommt nichts. Aber das kann auch so nicht sein, Mann. Wie willst du mit so vielen Leuten zusammenkommen, Alter? Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Beef gibt's ja hier eigentlich fast gar nicht. Beef spielt eigentlich nur in der Ernährung vielleicht eine gewisse Rolle, aber ist nicht in der Form von, dass sich Leute streiten oder so. Also hier ist immer peaceig. Deswegen gibt es ja auch dieses West-Berlin-Zeichen, das geht so und bedeutet Peace. Diese extreme Konkurrenz, weil so viele verschiedene Leute an einem Ort sind und dieses, keiner hält richtig zusammen, außer intern in den Crews vielleicht, aber das hat halt dieses Level krass gepusht, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, aber auf der einen Seite geht es in Berlin schon so in eine Richtung, dass da gar keine Gemeinschaft ist, dass man sich wieder das bisschen kaputt macht, was man erreicht hat. So. Also das Ding in Berlin ist auf jeden Fall, dass jeder gegen jeden, auf jeden Fall. Was ich persönlich schade finde, so, ich meine, das pusht die ganze Sache. Jeder versucht besser zu werden, jeder versucht mehr zu machen und anders. Im Augenblick ist alles so, die machen das sind Idioten, das sind Spassen. Das fehlt der einigende Faktor. das ist die Berliner Mentalität einfach. Weißt du, als ich früher niemand war, habe ich den gedisst, der gerade oben war. Weißt du, Standard, ich lebe damit gerade gut. Und ich kann auch damit leben, wenn ein Berliner mich disst, weißt du, mir dann aber natürlich ins Gesicht sagt, das ist cool und zwischen uns ist alles cool, ich will nur ein Stück von deinem Fame. Berliner gebe ich den gerne an, weißt du. Egal, untereinander, weißt du, man mag sich nicht, man kann sich nicht leiden vielleicht, so, man wirft sich böse Blicke zu und so. Zum Essen würde ich aber alle einladen. Genau, das ist das Ding. Zum Essen würde ich jeden Berliner zuerst einladen, bevor ich irgendjemand anderen einlade. Genauso mit Musik. Weißt, ich würde lieber mit einem Berliner einen Track machen, bevor ich mit irgendjemand anderen aus Deutschland einen Track mache. So ist es, Alter. Also auch egal, wie man verstritten ist. Das ist wie bei Geschwistern, im Endeffekt hält man den zusammen, wenn es sein muss. Es ist tatsächlich so, wenn ich zu lange in Berlin bin, will ich hier weg. Aber wenn ich zu lange weg bin, muss ich wieder hierher. Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, alles andere ist für den Arsch, Mann. Ich hasse Berlin. Berlin ist eben auch sehr direkt und wird deshalb, glaube ich, häufig als sehr aggressiv empfunden. Berlin ist schon auf jeden Fall so das Aggressivste, was im deutschen Hip-Hop gibt, so das glaube ich schon. Und? Das ist in Berlin, hielt euch anders ab. Disrespect wird gleich mit Disrespect geantwortet. Weder so oder anders. Hip-Hop ist eigentlich auch gut in Berlin, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu verrückt, irgendwie auch zu aggressiv und so. Ja, Berlin hat keine bestimmte Style. In Berlin gibt es auf jeden Fall tighte Rapper, tighte Produzenten. Und jeder macht was anderes auf jeden Fall. Natürlich ist es ein Riesenunterschied im Gegensatz zu Köln, Hamburg oder Frankfurt, die Scheiße. Also wenn es um die Rapper geht, wir sind alle ganz anders. Man kann nicht alle in einen Schublade packen. Halt, alle geben sich hier Mühe. Alle sind tight, Alter. Außer Berlin so sind alle nicht respektabel. Also in meinen Augen, ich sehe die gar nicht, weißt du. Und Berliner, was wir hier erleben und leben und so und sehen und fühlen und so weiter, das gibt's draußen nicht. Aus anderen Städten so kann ich nicht so viel mit anfangen. Also ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt nicht meine Welt so. Und ich denke, dass in Berlin ein riesiges kreatives Potenzial steckt. Wobei es aber im Moment oder eigentlich auch immer so war, dass die Leute total gegeneinander arbeiten, anstatt sich irgendwie gegenseitig zu pushen. So. Wenn der eine erfolgreich ist, dann kommt der andere und sagt, ey, ich will das auch haben. Gib mal her, weißt du so? Und das ist in Berlin auf jeden Fall das Hauptproblem, weißt du? Wir haben hier die besten Rapper,
Wir haben hier die besten Sprüher, Alter, wir haben die besten Breaker, so. Und nur eine Handvoll von diesen Leuten erreicht was. Und nicht, weil die alle nicht gut sind, sondern weil die ihr Business nicht auf die Reihe kriegen, weißt du. Die haben alle keine Leute, die sich ums Business kümmern oder die haten einfach zu viel. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, so. Aber das sieht man auf jeden Fall, weißt du. So, du kannst ja an einer Hand abzählen, wer es gepackt hat und wer es nicht packt und so. Das liegt auf jeden Fall an dem Neid. Und das ist das größte Problem, weißt du. Dass man das den anderen Leuten nicht gönnt. Es gibt einen Unterschied zwischen unreale Rapper und unreale Rapper, so. Die gibt's überall. Die gibt's überall, so. Das hat nichts so viel mit Städten zu tun, so. Einer kann genauso real sein von einer anderen Stadt wie von hier und einer von hier kann genauso fake sein wie einer aus einer anderen Stadt. Also im Grunde gibt's nicht so große Unterschiede, nicht gravierende. Berlin ist einfach die Stadt, in der man sein sollte in Deutschland. Es ist groß, es gibt viele Leute, die kreativen Scheiß machen und auch aus Kreuzberg, so, also von mir aus, vor allem aus Kreuzberg, kommt jetzt eine ganz große neue Druckwelle. So. Es gibt einfach viele kreative Köpfe. Jeder versucht sein Ding durchzuziehen. Das ist auch immer das Ding, dass sie immer gegeneinander gekämpft haben und so weiter, weil es einfach zu viele Arschlöcher auf einem Haufen gibt. So. Aber auf jeden Fall, es ist eine sehr geile Stadt. Du kriegst hier alles, was du willst. So. Berlin ist nicht mehr so. Also wenn jetzt irgendwelche Freaks und Fans hierher kommen wollen und sich denken, hammer cool, alter Berlin-Untergrund, West-Berlin, yeah. Südberlin und sonst was und Hip-Hop. Man, die sollen hierher kommen, die sehen nicht das Berlin, in dem wir aufgewachsen sind. Die sehen schwulen Berlin mit Hippies und Schwulen und Lesben und irgendwelchen Zugezogenen. Die haben hier so ein komisches Szene-Berlin gemacht, was nicht mehr das Berlin ist, in dem wir aufgewachsen sind. In den Bezirken, in den Außenbezirken hier, dieses Tempelhof, Langwitz und so, deswegen zelebrieren wir auch dieses Südberlin so, deswegen finden wir Südberlin auch immer so, feiern uns damit. Das ist noch wie früher, aber wenn du so hier hingehst, wo wir früher Radau gemacht haben, wo wir uns früher gefeiert haben, das ist auf keinen Fall mehr das Berlin, was es mal war. Berlin-Mitte hat, glaube ich, keine große Rap-Lobby so. Nee, Berlin-Mitte, doch, hat sie. Ja? Eine Rap-Lobby schon, aber die haben kein Aufenthaltsrecht hier. Die sollen wieder zurückgehen, die ganzen Berlin-Mitte-Jungs. Mitte-Boys, Alter. Ja, ich hau ein Berlin-Statement raus. Hast du mal eine Mark? Richtung Schlesisches Tor zurückbleiben, bitte. Richtung Sokloscher Garten zurückbleiben, bitte. Kesek Brunjenta. Gülsel Bahnhof. Schettergnitz. Curry 36. Boah. Döner macht schöner. Ja. Berlin ruled. Stuttgart hat mal ihre Zeit gehabt. Hamburg hat mal seine Zeit gehabt. Und jetzt ist Berlin dran, offiziell. Es gibt viele gute Rapper in Berlin, aber die meisten sind gar nicht so, die siehst du gar nicht im Fernsehen oder so. Hier, wo ich jetzt bin, was ich jetzt erreicht habe, und ich habe das übrigens mit dem Berlin-Untergrund-Style alles erreicht, was ich jetzt habe, wisst ihr? Ich mache immer noch dasselbe wie früher auf den Tapes, nur irgendwie will es jetzt eine breite Masse haben und so, weißt du? Ich bin echt voll zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, und irgendwie zeigt es, dass irgendwie jeder, der hier auf der DVD ist, so irgendwie packen kann auch und so, weißt du? Berlin geht genau in die richtige Richtung. Also so, bei uns gibt es nicht eine Trennung zwischen Ost- und West-Berlin. Bei mir liegt es zum Beispiel auch daran, dass ich noch so jung bin, dass ich so klein war, als die Mauer schon gefallen ist, dass ich das gar nicht mehr kenne, diese Trennung. Bezirke sind krass verlaufene Grenzen. Also Neukölln hat chillen in Kreuzberg, Kreuzberger chillen in Schöneberg, weil die gar nicht mehr wissen, wo Schöneberg, wo Kreuzberg ist. Die wissen nur, wo West-Berlin, wo Ost-Berlin ist. Das sieht man immer noch an den Häusern und so, weißt du? Deswegen, also Bezirke ist nicht mehr so krass. Ich persönlich war bis zu meinem 14. Lebensjahr nicht aus Neukölln einmal rausgegangen, weil wir wussten nicht, was uns erwartet, wenn wir aus Neukölln rauskommen. Wir wussten nicht, ob in Kreuzberg wir abgestochen werden oder hier so. Wir wussten nicht, was passiert. Wir sind nie aus Neukölln rausgegangen. Heutzutage ist es nicht so. Ein 12-Jähriger treibt sich auch in Kreuzberg rum. Das war bei uns nie. Bei uns war immer strikt, du musst da bleiben, wo du herkommst. Wenn du sagst, Alter, Berlin-Bezirk, kennst du einen Bezirk? Jeder Kreuzberg, Schöneberg oder so. Aber meistens immer Kreuzberg und Schöneberg. Die kennen nur diese zwei Namen. Weißt du, und die wissen, dass es halt tough ist und hardcore ist und dreckig und gefährlich. Alles, was du willst halt, Alter, von oben bis unten die ganze Palette, so, weißt du. Okay, ich muss unbedingt nochmal sagen, Berlin ist die beste Stadt der Welt, Alter. Ich bin stolz auf alle Berliner, dass sie Berlin den Ruf besorgen, den Berlin im Endeffekt hat. Ich bin stolz, dass ich ein Berliner bin. Berlin ist Killer, Alter. Scheiß mal auf alles andere. Ich bin so stolz auf diese Stadt, dass ich sogar diesen Namen auf meinen Unterarm trage. Genauso wie ich stolz auf mein Land bin, Türkei, wo meine Eltern herkommen. Ja. Ist geil, Berlin, oder? Berlin ist cool, oder? Darum habt ihr euch die DVD gekauft. Berlin tight, Alter, jetzt, verstehst du? Ja. Nichts geht über Berlin. Aber ey, ja? Kommt nicht mehr nach Berlin. Wir haben schon so viele hier. Auf jeden, bitte zieht nicht hierher. Voll, eure Städte sind leer. Ja, meine Frau sagt es auf ihrem Album. Voll. Ja.
Wir gehen, wir merken es auch. Wir gehen voll wohin, auflegen. Und Party leer. Leer. Party hier voll auf einmal. Boah. Ziehen alle hierher. Ja. Nicht nick mal. Bleibt bei euch. Komm, eure Städte werden auch nur Besuch cool kommen. Ja, so ja. Besuch ist cool, wa? Ja, besucht jetzt ja. irgendjemand, den ihr kennt, aber zieht nicht her. Ihr zieht sowieso nach einem Jahr wieder weg. Sagt den Leuten, ihr könnt hierher kommen, ihr braucht keine Angst zu haben. Berlin ist friedlich, wir sind friedlich zu euch und wir sind ganz lieb und ganz nett. So, benimmt euch, Alter. Dann ist alles Geld. Wa? Benimmt ihr euch, Alter. Nein, Alter. Das ist Gangland.